Empires Dawn 2 Ancient Blood. Wir Schwefelfeldbahn und nicht so schick hier aus. Noch nicht kämpfen. Okay, wenn es nur einer ist, dann müsste ich das sogar schaffen. Lane nicht gegen mich. Hm. Gilt das als Zauber? Das müsste ich echt mal überprüfen, aber nicht gegen den. So. Und nicht explodieren. Also ich krieg gerade eben. Neue Ausrüstung besorgen. Lieber auf Level 90 machen. So. Heiltränke. Heilelixiere. Ich habe echt wenig Heil-Items. Fällt mal so auf. Ist jetzt eigentlich nicht so nötig gehabt. Fällt mir auch mal so auf. Alter. Irgendwer macht da draußen ganz schön viel Krach. Vor allem da steht mein Auto, wo der Krach macht. Achso, das wird Elaine gewesen sein. Die hat den krank gemacht wahrscheinlich. Also nicht das, was mit meinem Auto ist, sondern den Damage Over Time, den der gerade bekommen hat da. Zack. Ich wohne. Und da. Okay. Da geht's tief runter. Da geht's sehr tief runter. Heilfiole. Das lohnt sich ja fast nicht mal. Noch eine Heilfiole. Das lohnt sich ja fast nicht. So. Oh, mein Internet ist gerade wieder abgekackt. So. Und gegen die. Na, okay. Werde ich fliehen. So. Das Stunt-Time wäre praktischer als dieses. Weil manchmal komme ich dann höchstwahrscheinlich nicht schlecht weg. Vampirstein ist sehr gut. Ja. Ja, komm her. Sehr schön. Erwischt. Die Gegner sind halt echt. Die haben arsch viel Leben und selbst mir machen die so viel Damage, dass ich da echt befürchten muss, dass die mich sonst. Okay, das war blöd. Den kriegen wir ja hin. Achso, Moment. Der Wasserstrahl dürfte am sinnvollsten sein.
Wasserschaum. Und ich wollte auch eigentlich... So. Aber hab das natürlich vergessen. Und die geben sogar gut Erfahrung. 3000 Punkte Erfahrung. Für einen Gegner, der... Also ein Gegner, der ja eigentlich kein Risiko ist. Also ein Gegner kriege ich ja down und die machen ja sonst nichts, außer sich halt aufladen und dann irgendwann zu explodieren. Da ist das schon echt praktisch. Feuer. Und die ist verschlossen. Niedrig benutzen. Okay. So, geschafft. Der Dietrich ist aber leider hin. Dreck. Okay. Das ist jetzt genau so eine Situation, wo ich sage, scheiße. Okay, den kriegen wir ja hin. Oh. Oh mein Gott. Benutzt sie jetzt wirklich immer den Wasserstrahl? Weil es macht halt am meisten Sinn. Und verfehlen ist eigentlich ziemlich schlecht für mich. Ja, lieber nehme ich so einen Lava-Golem, Feuer-Golem, was auch immer. Als dass ich da, jetzt nochmal gegen so einen Explosionsheini kämpfen muss. Okay, aber die geben halt super viel Erfahrung eigentlich. Okay, hier scheint es sogar weiter zu gehen. Verdammt, was ist denn das? What? The shit. Versuchen wir erstmal einen Autokampf. Okay, das ist schon mal... Bullshit. Okay. So. Er macht das ja. Und ich meine, ich habe doch irgendwo Gifthain, oder? Habe ich nicht. Ist nicht schlecht. Doch, habe ich. Und du. Nicht mal aufzuzaubern hier, ey. Gift heilen. Und... Erreifen. Bringt nichts. Aha. So, ich glaube, Valnar mit Wachenverstand besser gebrauchen könnten. Und du greifst mal bitte so an. Okay, der geht auch direkt wieder in Rasen rein. So.
Das ist äußerst praktisch. Das praktisch. So. Lass ihn bitte. Der ist auch noch vergiftet, fällt mir mal so auf. Hm. So, jetzt sind die beiden Kerle sind vergiftet. Okay, erstmal ihn. Heiltrank. Reicht das? Bitte lass es reichen. Gift heilen. So. Okay. Gut. Jetzt wollte ich nämlich noch. Leichte Abwehr. Du müsstest doch weißer Schild haben, oder? Oh. Und du musst es auch weißen Schild eigentlich. Du musst es. Okay. Oh, das heilt sogar Verwirrung. Das bringt mir aber alles nichts. Angriff. So. Auch das Angreifen bringt mir auch nichts. Ich schmeiß selbst mit. Also mit allein schmeiß ich die Items ganz einfach. Bluttrank auf sich selbst. Angreifen. Ist überhaupt kein Lang. Wie viel macht eigentlich die schwache Heilung? 25. Ich habe nichts anderes, ne? Machen wir mal weißen Schild. Okay, der ist sogar stumm. Heilt sich stumm über die Zeit? Das wäre mal interessant zu wissen. Okay, das könnte ich sogar machen. Das gar wieder noch. Lähmung heilen, Stummheit, Explosion, Fluch heilen. Das Schild, weil der Schatten, Feuerregen. Zauber. Nee, Gegenstand. So. Heiltrank. Ich muss auch wieder mal. Heilungs-Items sammeln gehen. Ja. Angefangen beinahe. Und mir ist wieder mal nicht aufgefallen, dass. Moment. Der kriegt doch ein Damage. Ist auch nicht so, dass das so langsam irgendwie zu stark wird, das Viech. Erstmal bitte wieder. Also so langsam wird das Viech halt. Ja, Heiltrank. Auf. Sammeln. An. Banal greift an. Und. Ich heile mich mal wieder. Mit Elaine. Puh, okay.
Okay, 8000. Level 90. Okay, haha, ihr habt meinen. Habt ihr meinen Schlag gesehen? Angeber. So, und jetzt gehe ich mir die Vampir-Items besorgen. Den hätten wir geschafft. Dann lasst uns mal schauen, was in der Kiste ist. Das weiß ich schon, der rote Schlüssel. Was? Ich wollte gerade sagen. So. Gegenstand. Ah, da haben wir einen Fluchtrang. Zauber. Ledermausmantel. Und erst einmal gehen wir jetzt shoppen. Und das nicht zu knapp. Und das jetzt erstmal nicht zu knapp. Erst einmal. Und jetzt das. Ein Speicherstein, zwei Vampirsteine, 8948. Fila. Ja, ich schon irgendwie 5000 Mal gesehen. Boah. Direkt nach dem Aufnehmen auf. Ach, aufstehen, aufnehmen ist teilweise nicht unbedingt so meine beste Idee. Blutelixiere, 3 Stück, reichen aber eigentlich erstmal. Ich glaube, ich werde jetzt eher darauf gehen, Heilungs-Items zu kaufen. Und dementsprechend. Okay. Ich habe gerade was gesehen. Da drüben nämlich. Ring der verbotenen Hast. Oder verborgenen Hast. Was weiß ich. Ring der Heilung. Nehmen wir mal bitte einen davon. Und nee, das da. Hat der irgendeinen Nachteil? Außer dass er halt nicht so viel hat wie die. Hallo ihr. Wir haben etwas Neues für euch. Zusammen mit diesen Leuten, die sich die Kinder der Apokalypse nennen, konnten wir einige tolle Dinge machen. Yeah. Oh mein Gott, ja. Das wird so was von wichtig. Haha, 7 Stück. Cool wär's. Kommt bald wieder. Vampir, 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 Vampir. So, und jetzt erstmal wieder alles verkaufen. Aha. Aha, so. Heiliger Sand. Das hat mal mehr gegeben. Also, das hat mir das gleiche gegeben, aber das hat früher mal mehr ausgemacht. So, davon habe ich schon wieder Arsch viel gehabt. Blitzstaub. Und. Ja, ich glaube, das braucht sowieso kein. Und oh, großes Säbel. Großer Säbel. Wieder komm, großer Vogel. Mystische Rüstung. Braucht diesen Mist. Und doch. Weg.
Die werde ich behalten. Die kommen weg. Weil die waren ja zu viel. Moment. Handelsware. Moment. Wow. Okay. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Säbel des Bannes. Kampfkrallen. Okay. Okay, der gibt halt Angriff dazu. Ist egal, du kriegst ja sowieso das andere. Streitkolben. Adler des Schmerzes. Nee, Sonnenschutzmantel behalte ich. Ja. Nee, neu ist das nicht. Haben wir jetzt schon dreimal gehört, aber immer wieder schön, dass ihr die jetzt habt. Vampirschutz. Schutz vor Gift. Ja, den hätte Schutz vor Verwirrt. Schutz vor Blutung. So. Als erstes nehmen wir das Vampirschwert. Vampirkrallen. Genau 47.000. Kommt bald wieder. Ausrüstung. Vampirklinge, Vampirsäbel. Wie viel stärker ist denn das jetzt eigentlich? Moment. Klinge des Schmerzes. 109. Das ist um einiges sehr viel stärker. Das ist verdammt nochmal sehr, sehr viel stärker. Okay. Müsste ich aber wirklich noch mal kurz. Ob wir hier nicht noch irgendwo was haben. Aha. Keine Ahnung. Abwehrring. Okay. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht aber auch. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da sind die Artefakte halt besser. Okay, wir hätten sogar noch ein bisschen was an Steuereinnahmen gehabt. So. Okay. Einmal hier raus. Moment, ich vergesse schon wieder meine Seelen. 73 habe ich. Moment. Ja, gut, das dürfte aber. Cool. Vampirausrüstung. Immer noch die coolste aller Ausrüstungen. So, wir gehen mal in den tiefen Süden. Wo es kalt ist. Und werden Schloss ein bisschen erkunden. Hallo. Hier ist gar nichts. So, mal gucken, was hier so ist. Der Eingang. Moment. Hä? Ich dachte, wir hätten. Okay, Moment. Das verwirrt mich jetzt. Moment, das verwirrt mich jetzt.
Ich habe auch nicht mehr die Auf zu foltern. Hä? Ach, okay, suche den Schlüssel in der Eishöhle südlich von Yalum. Welches war denn Yalum? Okay. Südlich von Yalum. Ne, du bist doch Farek, oder nicht? Oder Farin. Oh Mann, ey, ich komm nicht mehr klar mit den. Keine Ahnung. Bei den anderen fand ich es leichter. Moment. Moment. Loom. Ach, südlich der Stadt, ja, Loom. Nicht Schloss, ja, Loom. Das müsste ich hier gewesen sein, ne? Oder hier. Ja, es ist hier höchstwahrscheinlich. Und Wärmesmantel aufheben. Und dahin. So, wir gehen uns mal den Schlüssel holen. Eisige Höhlen. Warum ist die. Achso, ich wollte gerade sagen, warum ist die denn jetzt Rasen? Aber ja, okay, die ist aus ganz normalen Gründen Rasen. Zack. 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 Okay. Und weiter geht's. Im Übrigen, Seelen farm ich meistens in, Felder. Irgendwie das. Der Anfangsstadt, wo ich in die Kanalisation gehe, da sind dann immer diese inzwischen sowieso One-Hit sind. In letzter Zeit gemacht zu haben, aber die sind sowieso jetzt One-Hit, weil die damals schon One-Hit waren. Und die haben damals sogar relativ gut Erfahrung gegeben. Da komme ich wahrscheinlich zu wenig mal durch. Ne? So ein Eisbüschel kann ich ja auch nicht laufen. Und die kommen halt fast immer zu viert und da hole ich mir die, weil das geht da einfach super super schnell und sie sind auch super langsam. So. Nur um das, was ich dann da mache. Ja, ja, ja. Danke. Dun 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 dun. Das muss ich auf jeden Fall mal machen. Damit ich mal so das eine oder andere bekomme. Okay, Moment, das sieht mir eher nach so weitergehen aus. Hier kriege ich wenigstens noch einen Blutdrang. Okay. Okay. Ich glaube, ohne den Blick hier durchzugehen, das wäre Horror gewesen. Ewige Sucherei. Jetzt sag mir bitte nicht, das ist er einfach. Was zum Teufel? Überhaupt nicht geklaut. Und
So. Warum fangt ihr jetzt an zu zaubern, ihr Idioten? Gerade ihr zwei. Also, ganz ehrlich, ihr dealt 800 Damage gegen das Ding. Okay, dann war es ein Crit gerade. Aber ich bitte dich, ihr dealt so viel Schaden gegen die und wollt jetzt anfangen, hier die großen Meisterzauberer raushängen zu lassen. Kloppt den Ding einfach den Schädel ein, wenn es einen hätte. Und gut ist. Das kann ich treffen. So. Okay. Heißt das direkt tot, wenn das Ding trifft? Das wäre unschön. Mir ist im Übrigen aufgefallen, die 30 sind einfach nur Asukas Regen. Das ist mir ganz allein mal aufgefallen. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich hoffe wenigstens, dass es sich gelohnt hat. Blauen Schlüssel. Ah, ja, das hat es. Und wieder haben wir einen neuen Schlüssel. Dann lasst uns das Bruchstück holen. Die Bruchstück holen. Wunderbar, sehr schön. Dann gehen wir einmal raus. Gegenstand. Kurz Blut, Tränke. Und dann Fluchttrank. Weg sind wir. Wunderbar. Und damit entlasse ich euch in einen wunderschönen Abend. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Vampire's Dawn Ancient Blood. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.